Guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch wie immer ganz herzlich zu unserem Adventskalender mit Gedächtnishilfen. Hattet ihr als Kinder oder auch noch als Erwachsene auch diese Schwierigkeit, euch die Himmelsrichtungen zu merken und was ist oben, was ist unten, was ist rechts und was ist links? Also ich hatte das ganz eindeutig und es haben mir da ein paar Merksätze und Tricks geholfen. Zum Beispiel, zum Merken von West und Ost kann man sich mit dem Wörtchen wo behelfen. Wo ist Westen? Da, wo das W steht, links. Wo ist Osten? Da, wo das O steht, rechts. Zunächst die Reihenfolge der Himmelsrichtungen. Oben beginnend und im Uhrzeigersinn. Norden, Osten, Süden, Westen. Dazu ein kleines Gedicht. Im Osten geht die Sonne auf. Im Süden nimmt sie ihren Lauf. Im Westen will sie untergehen. Im Norden ist sie nie zu sehen. Es gibt auch noch eine andere Art von Eselsbrücken. Man kann zum Beispiel Sätze bilden, deren Worte mit denselben Anfangsbuchstaben beginnen, wie das, was man lernen möchte. Zum Beispiel, nie ohne Seife waschen. Nie steht für Norden, ohne für Osten, Seife für Süden und waschen für Westen. Mein Vater, ein alter Bergsteiger, hat mir mit diesem Satz die Himmelsrichtungen beigebracht. Nie ohne Socken wandern. Und jetzt noch zum Weihnachtsstern. Der Weihnachtsstern ist ein christliches Symbol, das den Stern von Bethlehem darstellen soll. Dieser Stern führte nach der Darstellung des Matthäusevangeliums die Weisen aus dem Morgenland zu dem Haus in Bethlehem, in dem Jesus Christus geboren wurde. Der Weihnachtsstern als Weihnachtsschmuck wird in der Weihnachtszeit in und an Wohnhäusern aufgehängt, beziehungsweise auf die Spitze des Weihnachtsbaums gesteckt. Dazu passt ein sehr schönes Lied, Mein Weihnachtsstern, der leuchtet weit. Damit schließen wir das Türchen Nummer 16 und ich wünsche euch alles Liebe und Gute bis morgen zum Türchen Nummer 17. Tschüss!